God, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken. Gemacht und da hängt ein Zettel und ich habe keine Ahnung, was das für ein Zettel ist. Von wem ist Papier von der Zigarettenschachtel. Von wem ist dieser Zettel? Hol den. Wann hängt der da schon? Vor allem. Hol den der mal. Der muss doch schon ein paar Tage da sein. Oder der ist von den Nachbarn, die heute Morgen weggefahren sind. Ah, kann auch sein. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben gestern Zimtschnecken gemacht und unseren Nachbarn ein paar Zimtschnecken geschenkt. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob der Zettel von denen ist. Meinst du? Ich weiß es nicht. Eine geheime Botschaft. 2.8. Beste Zimtschnecken ever. Danke. Wir ziehen weiter. Norden. Hoffe, den Regen zu entfliehen. Wünschen euch eine gute Reise. Vielleicht begegnen wir uns ja nochmal. Nappo und Jule. Ach Gott, wie lieb. Ach süß. Ach Gott, Nappo und Jule. Ist ja lieb. Ach, haben wir uns irgendwie gar nicht gestern so viel mit denen unterhalten, ne? Ja, ein bisschen geschnackt hier und da. Ja. Das ist ja süß. Mega süß, danke. Ja. Also, wenn wir euch wiedersehen, dann machen wir gerne wieder Zimtschnecken. Ich bin jetzt mal auf den Beifahrersitz gerutscht, weil ich eben noch Drohne geflogen bin. Und Melli fährt uns jetzt zum nächsten Supermarkt. Wir müssen nämlich ein bisschen einkaufen und auch Wasser auffüllen. Und dann geht es zu einem Stellplatz, der so eine gute Stunde von dem Ort hier entfernt ist. Der Ort heißt Olofström, wo wir jetzt gerade sind. Und dann fahren wir noch eine Stunde nördlich. Wir treffen uns nämlich mit zwei Vanlifern. Einmal mit Luna, ihrem Freund Robin und ein Hund ist auch noch dabei. Und ihr habt ja gerade eben schon mal ein paar Schwedenhäuser gesehen. Und wenn ihr wissen wollt, warum die typischen Schwedenhäuser rot sind, dann bleibt einfach mal bis zum Ende dran. Und dann erfahrt ihr, wieso die rot sind. Ja, und wir sind jetzt gleich am Supermarkt. Und ich bin mal gespannt, ob das Einkaufen in Schweden wirklich so teuer ist, wie man immer denkt. So knappe 60 Euro. Ja, ich glaube, es ist okay, würde ich jetzt mal behaupten. Fühlt sich auf jeden Fall okay an, ne? Man versucht viel aus Schweden einzukaufen. Ja, aber ein bisschen Bio, doch. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass wir Wasser auffüllen in Schweden. Wir sind jetzt eine Woche mit dem Wasser, den wir in Deutschland noch quasi, wo wir die Kanister noch voll gemacht haben, sind wir damit jetzt noch zurechtgekommen. Deswegen sind wir noch ein bisschen noch gar nicht sicher, wo wir überhaupt hier Wasser auffüllen können. Das ist jetzt so die erste Station. Keine Ahnung, was es noch so gibt. Das werden wir dann mal rauskriegen. Ja, 110 sonst, Liter genau, Wasser 110 haben Liter Wasser haben wir dabei. Ja. In verschiedenen Kanistern. Hier sind 30 Liter Frisch- und Abwasser. Und genau, und dann haben wir noch so ein paar Kanister verteilt. Überall. Ja, ist auf jeden Fall Trinkwasser. Ich muss hier stehen bleiben und drücken. Und Melli steht dann da vorne. Krass, dieser Schlauch zieht sich echt gut zusammen, ne? Ja, voll verrückt. Okay.
jetzt mal kurz zu den Nachbarn nochmal rein. Falls ihr die zwei noch nicht kennt, das ist der Robin und die Luna. Den könnt ihr auch gerne bei Instagram folgen. Luna hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Der ist sehr klein. Ein Video. Ja, dann freust du dich über jeden neuen Zuschauer und jede Zuschauerin. Magst du uns verraten, wie der heißt? Oh Gott, wie heißt der? Ich glaube einfach Luna Blankenstein. Wie bei Instagram? Genau. Ist ja easy zu merken. Ja, guckt euch mal an, was für eine süße Kuschelhöhle die Luna da im Robin hat. Und hier wird gekocht. Richtig schön. Ne? Das habt ihr auch alles selbst ausgebaut. Ja, genau, alles selber ausgebaut. Und wir leben jetzt ein Jahr schon hier drin. Richtig gut. Ihr wart auch voll lange auf Fuerteventura, ne? Genau. Ja, also auf Teneriffa. Auf Teneriffa auch. Genau, aber es ist ja da, direkt daneben. Die Kanarischen Inseln. Ja, hallo. Ja, und hier ist Lea. Nicht auf Essen. Mit Lea waren wir heute noch ein bisschen joggen, ne? Ja, Lea, jetzt will ich auch essen direkt. Ja, wir auch. Essen ist jetzt übrigens auch bald fertig. Sehr gut, Hunger. Ich auch, voll Hunger. Ja, und wir machen es uns jetzt hier noch richtig gemütlich und dann ja, gucken wir mal. Heute machen wir vielleicht noch ein kleines Lagerfeuer, vielleicht auch nicht. Wir lassen uns überraschen und alles auf uns zukommen. Genau, und jetzt ja, weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich Hunger habe. Ja, wir lassen jetzt den Abend ganz gemütlich am Lagerfeuer ausklingen und hier in Schweden ist das ziemlich cool, weil es gibt ganz viele offizielle Feuerplätze und ja, wir geben jetzt noch so ein kleines Konzert auf Instagram, also wenn ihr uns da noch nicht folgt und sowas auch mal sehen möchtet, dann dürft ihr uns da auch gerne folgen und ja, wir schwingen jetzt die Gitarre und wir sehen uns dann morgen wieder. Verabschiedet und fahren auch heute weiter. Wir müssen noch Müll wegbringen und werden noch mal ein bisschen Wasser auffüllen. Man muss ja jede Gelegenheit nutzen, um Wasser aufzufüllen, damit der Wassertank immer voll ist. Und genau, vielleicht wollen wir noch einen Kaffee aufsuchen. Wir brauchen nämlich neue Kaffeebohnen. Okay, dann sind wir am Ende des Videos angekommen und wir wollten euch ja nochmal verraten, ob man jetzt in Schweden hier überall stehen kann. Wir haben auch zwei erfahrene Schweden-Vanlifer dabei. Luna und Robin sind schon seit 2 Monaten hier in Schweden unterwegs und werden heute wieder Richtung Süden fahren. Da haben wir gedacht, die schnappen wir uns nochmal fürs YouTube-Video und beide können uns mal oder euch auch ein paar Tipps geben.
wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, gibt es hier in Schweden das Jedermannsrecht. Das bedeutet im Allgemeinen eigentlich, dass jeder Mensch die Natur frei nutzen und auch frei genießen kann. Man darf hier auch Früchte wie Blaubeeren oder Pilze sammeln und das alles ohne den Grundbesitzeigentümer oder Eigentümerin zu fragen, solange man natürlich außerhalb der Wohnhäuser oder halt bewohnten Gegenden ist. Genau, es ist halt einfach wichtig, dort halt natürlich nicht zu nahe zu kommen, die anderen Personen nicht zu stören. Wichtig sowieso nichts zu zerstören, keinen Müll zu hinterlassen, alles wieder mitnehmen. Am besten noch sauberer den Platz hinterlassen, als man den vorgefunden hat. Ja. Ja, voll, das machen wir auch mal gerne, dass wir einfach darauf achten, dass man eigentlich gar nicht gemerkt hat, dass irgendwer da war. So, das ist schon wichtig. Ist immer sehr schön, ein Tipp von meinerseits, wenn ihr einfach mehr Müll mitnehmt, als ihr überhaupt hingebracht habt, dass sollte einfach sein, schaut einfach mal, ob da vielleicht Zigarettenstummel liegen oder kleine Plastikteile, packt es ein. Wir leben alle im Van und wir haben genug Platz hier und deswegen, auch wenn da mal ein bisschen mehr liegt, wir haben schon viele Vanlifer getroffen, die haben wirklich richtig aufgeräumt und dann sind die mit 3 blauen Säcken weitergefahren. Auch hier in Schweden, also manchmal findet man auch echt viel Müll einfach an manchen Stellen. Ja, weil man doch teilweise so alleine ist wahrscheinlich. Ja. Und man kann ja aber auch gut Müll trennen, das muss man auch sagen. Also es gibt in jedem kleineren oder größeren Dorf gibt es einen Müllsammelplatz, nenne ich das mal. Mhm. Und da kann man auch wunderbar Plastikmüll in Plastiktonnen schmeißen, genau, Papier in Papiertonnen, Glas. Also Flaschen, die man findet, ja. Und falls ihr keine Trenntoilette habt, dann geht immer sehr weit vom Camp entfernt in die Natur und nicht nah am Camp. Wir zum Beispiel reisen ja mit Leia, ich weiß gar nicht, ob man sie jetzt sieht auf dem Bild, aber Hunde haben halt eine sehr gute Nase und dementsprechend sollte man einfach ein bisschen weiter gehen für alle Hundebesitzer da draußen. Und man sollte sich mal vorstellen, wenn das jetzt, weiß ich nicht, morgen kommt wieder ein Camper und dann schon wieder ein Camper, wie sieht dann irgendwann die Natur aus, ne? Wenn jeder einfach, weiß nicht, das Klopapier auch irgendwie liegen lässt so, und keiner Nachsicht hat. Ja. Da einfach eine Schaufel mitnehmen und es gut eingraben. Genau. Voll. Sonst sind ja auch die Plätze, wo man halt nicht campen darf, sind ja auch geschildert, gell? Also wir waren jetzt auch nicht bei uns. Genau, das jeder immer frei stehen, aber natürlich ist es auch nicht erlaubt, überall zu stehen. Genau, gerade in Nationalparks. Nationalparks. Oder von der Behörde kann das ja auch mit Schildern quasi verboten werden, dass man da kein Feuer machen darf, dass man da nicht campen darf. Und dann sollte man das auch beachten und auch respektieren. Oder wenn Einheimische nochmal vorbeikommen. Manchmal ist das Grundstück so groß, dass man denkt, das ist jetzt gar nicht privat, aber dann sagen die, könnt ihr vielleicht ein bisschen weiterfahren. Und hier ist so viel Platz, dementsprechend auch wenn ihr andere Vanlifer seht, fragt lieber einmal nach, ob ihr euch dazustellen könnt. Genau. Und wenn Nein kommt, nimmt das nicht persönlich und nicht böse. Es ist einfach so viel Platz hier. Es gibt viele Seen, es ist einfach. Man fährt einfach ein Stück weiter und dann wird man immer Platz finden. Eben, wo man für sich ist, wo man dann die Ruhe auch genießen kann. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr zu beachten. Unterschätzt die Größe des Landes nicht. Sehr groß hier, dementsprechend gibt es auch richtig viele Stellplätze. Ja. Genau, man hat eigentlich immer die Möglichkeit, irgendwie alleine zu stehen. So. Ihr könnt auch auf Google einfach Google Maps öffnen und dann einfach mal um Seen herum gucken, ob da irgendwie eine Fläche ist. Das machen wir auch voll häufig, die Satellitenfunktion halt einfach zu nutzen und nicht nur Park 4 Night. Richtig. Sondern mit der Satellitenfunktion einfach mal gucken, wo führen Wege von Hauptstraßen oder Seitenstraßen in den Wald oder in den See. Und dann kann man da auch super sehen, ob es irgendwie ein runder Parkplatz ist oder ob es bewaldet ist. Genau. Also so macht man das ja auch ganz häufig. Ja, okay. Manchmal hat man natürlich auch irgendwie einen Reinfall so, ne? Und hattet ihr schon mal einen Reinfall? Genau, also dann steht da am Ende ein Haus, aber das war so im Wald, dass du es halt von oben bei Google Maps einfach nicht gesehen hast. So. Internetprobleme. Was man da halt alles hat. Aber Park 4 Night ist halt auch manchmal super überfüllt. Mhm. Ja, genau. Ja, das auch. Also gerade in Südschweden, das ist ja dann doch immer sehr voll hier zur Hochsaison. Mhm. Ja, wir hatten bis jetzt noch Glück. Bis jetzt hatten wir so, nur am ersten Tag hatten wir Plätze, die waren voll. Und einmal ist der Baum umgefallen. Ja. Aber ansonsten war es echt Glück bis jetzt, ne? Ah, voll gut. Aber ja. Okay, ich glaube, wir haben genug Tipps gegeben, sonst wird das hier zu lang. Man könnte bestimmt immer noch so ein paar, aber jeder soll ja auch ein bisschen selbst die eigene Erfahrung. Ja. Das gehört auf jeden Fall auch zu Vanlife mit dazu. Beiden dürft ihr übrigens auch bei Instagram folgen für mehr Vanlife-Content. Einmal Robin Streter und Luna Blankenstein. Ich verlinke euch das nochmal unten in der Produktbeschreibung. Und wir würden uns freuen, wenn ihr den beiden folgt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr bei uns ein Abo da lasst, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Oder kommentiert das Video fleißig.